Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, wir sind immer noch auf der Zenetra, müssen immer noch die Lanze von Kresnik suchen und hier ist heute Gegenstand. Yeah, am schwarzen Federn. Yes! Und ja, ich habe von hier oben mal wieder angefangen und... Oh, hier geht es nochmal irgendwo hin. Achso, hier ist die Tür, an der wir nicht reinkommen. Blablabla. Und hier war das Ding Nummer 3 und hier sind wir, glaube ich, stehen geblieben. Jetzt gehen wir hier hin. Katzem. So, Gegners. Das sieht jetzt schon ein bisschen aus wie ein Forschungszentrum. Hier so der Aufbau. Hier ist nichts außer Kisten. Und ja. Zack. Ein schwarzes Ei. Oh, wir kriegen ja neue Sachen. Ich habe immer noch keine Gegenstände zum Aufbotzen für die Läden. Ich bin mal kurz zurückgegangen, habe gespeichert, wollte die Läden aufballern. Wir haben immer noch nichts. Was zum Teufel? Und hier sind gar keine Gegner. Na gut, was haben wir denn hier? Toten. Geil. Ein heiliger Helm. Den geben wir mal. Ja. Jude. Der heilige Helm. So. Hier haben wir schon wieder was. Chimärenmähne. So. Gerade als ich mich darüber beschwert habe, dass wir keine Beutegegenstände haben. Jetzt kriegen wir welche. Das riecht nach einer Cutscene. Oder auch nicht. Ich habe die Schatztruhe gesehen, deswegen kann ja keine Cutscene kommen. Weil Schatztruhe und Cutscenes, das passt nicht. So, da geht es irgendwo rein. Auf den Cockpit oder so. Oder wie man das auch immer nennt. Ich kenne mich mit dem Aufbau von Schiffen und Flugzeugen nicht aus. Wo führt mich das hin? Ich kann nicht glauben, dass sie Lotusringe haben. Sie haben Rushable wirklich alles genommen, was ging. Ja, wo führt mich das hin? Unsere Gruppe wird in diesem Raum die Stellung halten. Geht ihr vor? Ich schätze mal, wir müssen hier rein. Deswegen... warte. Ja, diesmal denke ich nach. Kann ich ja so schwer. Und ja. Bäh. Nix mehr, ne? Dann gehen wir erstmal weiter. Obwohl. Ja, da ging es noch weiter, okay. Weil das riecht schon so danach, als ob es da weitergeht. Also gehen wir nicht dahin. Weil wir haben ja Zeit. Und da ist eine Truhe. Boah, wie viele Schätze bin ich hier. We need to reinforce the port side defenses. Port sector, roger that. We're sending additional troops your way. Ich wollte schon sagen. Was? AKP und TP. Mischgummi. Sim, sim. Hallo Elise und Jude. Was ist das denn? So, jetzt setze ich hier mein Gegenstand intelligent ein. Hi! Na? Paus Maul? Jude. Los, haut mich mal um oder lass mich Stabverlängerung einsetzen. Ist glaube ich irgendwie 47 oder so. Ist auch voll Verschwendung, aber ich möchte das alles in dieses Display machen. Zack, zack. Und geiler Schlag. Aua. Ey, aua. Aber man kommt irgendwie nie dazu, Judes Partnerfähigkeit einzusetzen. Kann man nur einsetzen, wenn man am Boden liegt. Irgendwie passiert das nie. Ich muss schon sagen, das ist auch irgendwie diese automatische Fähigkeit wie Jude. Aber geht da gar nicht. Ha! Einfach angreifen, ausweichen. Okay. Ja, wusste ich doch. Stabverlängerungsanfänger. Steuerlehrer allgemein auch gerne. Ah, okay, ich sehe schon. Nein. Von der Ding schieben. Das ist eine Truhe und da geht's weiter. Und hier auch. Kann ich die Dinger nicht schieben? Hallo? Mann! Schieb mal einer für mich das Ding. Du, schieb mal. Ah, verdammt, jetzt muss ich dich töten. So. Du kannst mich umwerfen.
Nö, irgendwie nicht. Boah, seid ihr Noobs. Au. Au. Mann, wo ist der eine Angriff? Zack, er wollte gerade nicht einsetzen. Zack. Und Zerbo-Schlag und Skylar-Schlag. Bei Holmes. Hey Wingo, was machst du denn hier? Komm, er den hier. Ein doppelter Wind zieht auf. Und schon wieder Mischgummi. Ich sollte die öfter einsetzen. Mann, ich muss mal auf die Strategie gucken. Warum das nicht klappt. Blaues Bodenkraut. Nervt mich ein bisschen. Betten. Können wir hier schlafen? So in der feindlichen Einrichtung? Hä? Na? Nö, was hat denn? Rücken, giftiger Stachel. Yeah. Okay, dann müssen wir. Ich weiß jetzt, muss ich da jetzt sehen, wo der Kreis ist oder nicht? Ich gehe nochmal zurück. Obwohl, hier kann ich ja sowieso nicht hin, ne? Boah. Also du kannst hier kilometerweit hochspringen, aber diesen kleinen Entschuldigung, dieses kleine Ding, da kannst du nicht überspringen. Dann gehen wir zu dem Kreis. Das bestimmt eine Cutscene auslöst. Ich wette darauf. Und wenn nicht, dann nichts. Zack. Ha. Hallo. Das muss wohl ein Transportart aus Rushable sein und Exodus hat sogar das gestohlen. Sie haben wirklich alles gedacht. Mann, sind die gut. Will auch einer von denen sein. Truhe. Geh weg. Widerstandsemblem. Keine Ahnung, irgendwie setze ich hier gar nicht die ganzen Accessoires ein. Ich weiß auch nicht wieso. Ich achte auch ehrlich gesagt nicht so gut darauf. Ich weiß nicht wieso. Was bin ich immer echt pingelig, was solche Sachen angeht. Oh Gott. Achtung, Kampfverbündeter. Oh, shit. Das sind eine Menge Gegner. Oh Gott. Oh Gott. So, wechseln wir mal. Klau mal was irgendwie leer. Weiß schon. Zerbo-Schlag. Skylar-Schlag. Oh, ich hab L1, verdammt. Ja, verdammt, ich Idiot. Ja, ich verpasse immer den Moment. Ich muss wirklich hier diese Dingens. Aua. Back. Aua. Ich vergesse mein Fenster zuzumachen. Vielleicht hört man das jetzt hier alles. Ach nee, bei Dingens. Bei Fragezeichen Gegner kann sie nur gut klauen, ne? Au. Was du denn? Ich muss immer den Gegner amüsiert haben. So gefällt es hier, wenn ich dich mit dir kämpfe. Nicht zermöbel. Jo. Da. Boah, wie das Spiel mal anfängt zu ruckeln, ne? Au. Achso, ich greife mit dem Angriff an. So. Fireball. Bam. Warte, ich konnte. Nee, ich nicht. Aua. Mann. Wir sind eine Menge Gegners. Na komm. Verdammt. Falsche Richtung. Zack. Aua. Okay. So geht's auch. Ja, das wird schon der Kämpfe über allen nächste 7., 8. Part. Ich glaube 8. Boah, ich brenne. Nein, was ist das denn? Jude, wo bist du? Nein! Ron. Meine Angriffe brennen. Elise, hilf denen mal. Zug. Nein, ich brauche
Genau, hier sind die Angriffe. Zack. Oh, was ist das denn? Habe ich denn mit ihm gemacht? Geil. Das hat es nicht gebracht. Oh, ihr seid wieder okay. Verdammt, verdammt. Skylar Shark. Ha. Hu. Sei tot, danke. Mann. Jawohl, der Angriff ist gut. Au, 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 au. Oh. Nein, nicht schon wieder. Ey, wie viele Gegner sind hier noch? Habe ich denn hier noch gar keinen getötet oder was? Oh, ich bin gleich tot. Das hier. So, langsam könnt ihr ruhig frecken, einige von euch. Nein, zu früh. Skylar Shark. Was? Jude! Warum bist du ja nicht mit mir verbunden? Verdammt, jetzt bringt das nichts. Oder? Ich hab's noch während das Ding. Ah, verdammt. Boah, Rebelle werden voll dicker. Ah, Level Up. Keine Versteinung, ja, ich kann mir schon denken, was das bringt. Ich hab's gemerkt, danke. So, Roan. Okay, ja, guck mal, Kugel 2. Ich hab. Verdoppelt die Kraft eines Geisters, indem du es nach abgeschlossener Wirkung kreisgerückt hältst. Okay. Diffusionsantrieb, Vitalität. Und Stärke. Weil das braucht er ja am meisten, ne? Ne? So, jetzt hätte ich gerne FP. Weil, warum nicht? Kriegen wir aber nicht, okay. Schreiben werden keine TP braucht, ja. Und KP werden auch gut. Wir bekommen aber sehr viel weniger KP bei so einem Dingen. Ja, das Vermögen von Monster lohnt sich. Ich weiß, oh Gott. So. Und zack. Und zack. Das müssen jetzt einige treffen. Oh, der Angriff ist aber auch stark. Habe ich das noch gemerkt? Verdammt. Oh, war gar nicht geplant, aber egal. Hey, Wingard, was machst du hier? Zack. Und Jude hat ein Level Up. Geil. Jetzt schaffen wir noch Level Up. Keine Zeit zu lesen, was da stand. Oh Mann. Geht kaum Risiko bei Angriff werden einen schnellen Schritt. Was haben wir noch im Angebot? Bewegung. Aber 15%. Nee, Bewegung erstmal. Ich meine, ich muss so oder so alles erhöhen, aber was soll's. KP und Vitalität. Und dann war es das schon wieder in diesem Part. Obwohl, kriegen wir noch irgendwie was hier? Wo bin ich gekommen? Von hier. Nicht ignorieren wir. Verdammt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Wahrscheinlich wird der nächste Part direkt im Kampf beginnen, also macht euch darauf gefasst. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.